Das Gedicht spricht aus einem gebrochenen Herzen. Ja, dem Wunsch nach einem Hund. Das ist wirklich ein... Also es klingt lustig, aber ich habe wirklich alle 4 Monate habe ich so Abende, wo ich zwanghaft Allergikerhunde google, weil ich immer Hunde hatte. Also als Kind hatten wir immer Hunde. Dann haben wir uns sehr gewundert, warum es mir plötzlich gesundheitlich so viel besser ging, als ich auszog. Und ich bin jetzt gegen alles allergisch, was ich hier besinge. Also außer die Fische. Auch die Pudel. Dudel. Ja, also naja, ich weiß nicht, ich vertraue dem noch nicht, aber ich bin sehr offen. Also bisher, es landen erstaunlich viele Allergikerhunde im Tierheim, muss man sagen. Das heißt, ich würde mich noch nicht trauen, aber wenn irgendjemand sachdienliche Hinweise hat, ich brauche einen Hund. Also ich kann mir nicht vorstellen, nie wieder einen Hund zu haben. Mhm. Ich bleib dran. Okay, ich habe jetzt während den beiden Gedichtslesungen immer schon mal hochgehalten. Dieses Buch lebt nicht nur durch diese tollen, witzigen, tiefsinnigen Gedichte, sondern auch durch die Illustration von Vanessa Carré. Ja. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Ich halte mal noch ein Hallo hoch, während Sie antworten dürfen. Also die Zusammenarbeit, eigentlich hat die Möglichkeit dieser Zusammenarbeit hat überhaupt erst zu dem Buch geführt. Ich habe diese Gedichte eigentlich ursprünglich auf meinem Blog angefangen und hatte kein Buch im Sinn. Und ich kenne aber Vanessa Carré seit 20 Jahren. Und sie hat auch das zweite Wir sind Helden-Album schon illustriert, das die von Hirn blind. Und es war eigentlich die Idee, dass sie die Bilder machen könnte, die mich dann davon überzeugt hat, dass das doch ein Buch werden muss. Und es hat sich total schön ergänzt, weil Frau Carré macht so sehr... das sind die Tiefseefische. Und die macht so ganz traumhafte, assoziative und irgendwie auch psychedelische Collagen. Also zum Teil sind es so ganz altmodische, schöne Zeichnungen, ne? Stiftzeichnungen, wie in so alten Tierenzyklopädien, aber eben auch diese fantastischen Collagen. Und ich hatte das Gefühl, das passt sehr gut dazu, wie mir die Gedichte einfallen. Und ja, die Rehe... Und vor allem, es inspiriert sich eben gegenseitig. Also irgendwann hat es dann angefangen, dass ich Gedichte geschrieben habe, weil ich das Tier sehen wollte, was Vanessa dazu malen würde. Oder dass sie sich welche gewünscht hat. Und am Ende saßen wir zusammen auf dem Fußboden und haben Bilder und Gedichte hin und her geschoben und geguckt, wie es passt. Und das wäre auch noch eine Frage, wie diese Gedichte zustande kommen. Ein paar entstammen ja Songs, sind ja, Teile von Songs, ein paar sind autobiografisch, ein paar eine Herausforderung an Frau Carré. Ja, was ist manchmal zuerst da? Ich meine, diese Tiere spiegeln ja auch unsere Macken wieder, ne? Muss man ja zugeben. Nur und, eigentlich. Ja, also nur, die armen Tiere können ja nichts dafür. Ja, genau. Jedem Tierchen sein Pläsierchen, aber die haben dann im Endeffekt doch eher wir. Ja, genau. Auf jeden Fall. Was war da teilweise zuerst da? Das Picknick mit der nervenden Wespe oder der Besuch beim Erdferkelchen? Also ja, ganz oft hat das Tier natürlich sich selber eingeladen. Ganz oft, also ich habe das Gefühl, diese Gedichte, die kamen schon sehr aus dem Rückenmark. So, ne? Die waren, da war wenig, also ich habe vielleicht gefeilt, aber die meisten haben mich so überfallen und sind so rausgeflossen. Und das, was man, wenn man dann über den hässlichen Marabu schreibt, oder über die Tiefseefische. Ich habe dann quasi beim selber Durchlesen gemerkt, was es alles über mich sagt. Und warum ich das lustig finde. Weil natürlich finde ich das lustig, was ich da geschrieben habe, weil es was sagt über Menschen und über ihren Blick auf Tiere und wie wir die ganze Welt auf uns beziehen. Ich finde es einfach lustig zu sagen, wozu braucht man den Marabu? Wahrscheinlich nicht für mich und du. Weil ich es mir nicht erklären kann, warum man so aussieht. Aber das Lustigste finde ich natürlich, dass wir Menschen so ticken, dass wir eben im Zoo vor einem hässlichen Tier stehen und denken, warum? Ich möchte doch gar nicht, dass du so aussiehst. Und wir interpretieren wahnsinnig viel daran da rein, ne? So wie Sie in Ihre Bios. Ja, und man interpretiert natürlich in schöne und graziöse Tiere, wie zum Beispiel die Lemuren, die ich sehr liebe, da interpretiert man ja auch was. Und die tanzen ja, das sind Affen, das sind diese mit den ganz langen Armen und Beinen und die springen aus ihren Bäumen, graziös wie Nureyev und tanzen. Und natürlich denken nur wir Menschen, dass die tanzen. Ja, aber das sieht halt einfach so aus. Und die meditieren. Also es gibt Bilder von denen, wie die stundenlang in einer perfekt anmutigen Meditationshaltung verharren. Aber ernsthaft, das muss man googeln, das ist wunderschön. Ja, die sitzen so im Schneidersitz zur Sonne gewandt und das ist auch in Wirklichkeit das Geheimnis, die tanken Sonne. Ja. Aber natürlich ist das Lustige daran, dass der Mensch denkt, dass das Tier
es total raus hat und meditiert und tanzt den ganzen Tag. Ja, und wir geben uns ja nicht auch nur teilweise abwertende Tiernamen, sondern auch liebevolle. Ja, auch liebevolle. Ja. Sondern missbrauchen die Tiere auch manchmal noch ein bisschen anders, nämlich wenn wir uns beschimpfen. Zum Abschluss hätte ich gerne noch die Meise. Oh, die Meise. Mag ich sehr. Ich glaube, an der Meise merkt man vielleicht, dass eine nicht unwichtige Inspiration vielleicht auch amerikanische Rapper sind. Die ja. Vollmeise ist eigentlich ein Battle-Rap. Ein Meisendiss. Wo ist sie denn? Wir haben keine Seitenzahlen ins Buch gemacht, weil wir die schönen Bilder nicht stören wollten. Ja, ich hab sie. Und dann, ja. Das sagt jetzt auch viel über mich aus, dass ich die Meise sofort griffbereit habe. Sehr schön. Das ist das einzige Tier, das keinen nüchternen Tiernamen trägt im Buch, sondern das ist die Vollmeise. Aha. Ich habe eine Vollmeise. Du hast keine Vollscheiße. Ich meine, eine Halbmeise hast du höchstens und das weißt du. Meine tolle Vollmeise pfeift deiner leisen Halbmeise eine heiße kleine Weise. Deine Preis ist Heißmeise ist eine brave Halbweise gegen meine. Meine kleine Heißmeise schickt deine öde Steifmeise auf die Reise und da bleibt sie. Maue Fleißmeise, flausenlose Laumeise. Olle Meisen Blaupause. Geh noch weiter. Deine fahle Prahlmeise bucht Pauschalreise. Deine halb vergreiste Speimeise braucht Breispeise. Meine High-Life-Meise hingegen ist dreifacher Jive-Meister. Meise der Feingeister, Freibeuter, Ghostbuster. Showmeise, Großmaster. Meine Meise führt deine Meise an der Leine. Meine bewirft deine mit kleinen Scheinen. Meine weiße Haimeise zieht Kreise um deine lahme Bleimeise. Meine volle Tollmeise tritt deiner ollen Trollmeise in die Leiste. Meine schlaue Saumeise beißt deiner lauen Scheißmeise in die Beine. Ich hab eine Vollmeise, du hast keine Weinleise. Vielen Dank. Es fehlen ja noch eine ganze Menge Tiere. Gibt es noch eine Fortsetzung? Ich habe tatsächlich, irgendwann haben wir den Sack zugemacht und seitdem fällt mir jeden Tag ein Tier ein, das fehlt und schmerzlich fehlt. Und natürlich, man kann irgendwie nur so und so viele Tiergedichte lesen am Stück. Also es sind auch schon 20 rausgeflogen. Also es gibt 20 unveröffentlichte, die nicht mal reingekommen sind, weil ich es einfach irgendwie nicht überreizen wollte. Aber ich glaube, das ist ein Langzeithobby, das wird mich begleiten und sowieso das Gedichteschreiben finde ich also großartige Neuentdeckung für mich. Mal sehen. Sie können schon mal mit dem ersten Band einer ganzen Reihe anfangen. Tiergedichte Teil 1. Und bis es weitergeht, dieses Buch ist nicht zum Einmallesen, nicht zum Zweimallesen, es ist zum Immerwiederlesen und zum Immerwieder angucken, weil nicht nur in den Texten, auch in den Bildern ist ganz viel zu entdecken. Viel Spaß dabei und vielen, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Dankeschön. Thank you.